Ich grüße alle in Christus, die sich dieses Video ansehen. Gnade und Friede mit euch von unserem Herrn Jesus Christus. Im heutigen Video machen wir die Einführung in den Römerbrief. Der Römerbrief ist nicht der erste Brief, den Paulus geschrieben hat. Das Jahr ist auch nicht wichtig. Keiner weiß genau, in welchen Jahren die Briefe geschrieben wurden. Es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir sie einordnen, zu der Zeit der Apostelgeschichte. Das ist sehr wichtig. Der Brief wurde geschrieben irgendwo in Apostelgeschichte 23 und im 23. oder 24. Vers in Korinth. Paulus schreibt aus Korinth den Römerbrief. Übergeben wurde er den Römern durch die Schwester Phoebe. Aber der Römerbrief ist mit gutem Grund in der Bibel als erster Brief des Paulus angeführt. Deswegen, weil der Römerbrief ein grundlegendes Buch für uns heute ist, also so wie ein Grundstein, ja, in der Reihenfolge der Dispensation der Gnade Gottes. Gottes Dispensation beginnt in Apostelgeschichte 9 mit der Errettung unseres Apostels Paulus, der Apostel für die heutige Zeit der Gnade ist, beziehungsweise der Apostel der Heiden. Der Sinn des Römerbriefs, beziehungsweise, also das ist der wichtigste Vers, dass wir die Lehre bestätigen, vom Sinn des Römerbriefs, warum der Römerbrief für die heutige Zeit die Grundlage ist. Das ist Römer 16, 25 und wir sind diese Verse schon durchgegangen, wo steht, dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium. Also wenn du gefestigt sein willst im Glauben, musst du zuerst erfahren, welches dieses sein Evangelium bzw. Paulus Evangelium ist. Und der Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war. Das haben wir das letzte Mal erklärt, dass mit der Errettung Paulus und dem Aufseitelegen Israels kommt das Evangelium, welches Evangelium der Unbeschnittenen heißt, ja, oder das Evangelium der Gnade Gottes. Und da wurde das Geheimnis offenbar. Also die Reihenfolge, wie der Gläubige gefestigt wird, dass er an das Evangelium glaubt. Ja. Weiters erkennt er die Geheimnisse, die verborgen waren, so wie es hier geschrieben steht. Nochmal. Unter Verkündigung von Jesus Christus gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam bedeutet, dass der Gläubige gefestigt ist. Also fest im Glauben, ja, stark. Bedeutet, dass er das Wort der Wahrheit recht teilen kann. Bedeutet, dass er weiß, dass Paulus Evangelium das erste ist und dass sich der Mensch heute so errettet. Weiters lernst du Geheimnisse, die geschrieben stehen, vom Römerbrief bis zu Philemon, also die ganzen Paulusbriefe. Und das dritte Stadium des Lernens oder der Festigung ist durch prophetische Schriften und das ist die ganze Bibel. Und so liest man auch die Bibel. So lernt man aus der Bibel und so studiert man sie. Ihr könnt nicht zuerst in der Bibel lernen aus 1. Mose. Deswegen, weil das nicht für heute eine Lehre ist, der wir folgen. Aber ihr solltet schon lernen, 1., 2., 3., 4., 5. Mose. Alle 66 Bücher der Bibel sollte man kennen und sollte man verstehen. Aber mit der Haltung oder mit der Ansicht, ja, aus dem Römerbrief, mit diesem Stand. Die Paulusbriefe sind alle nach Reihenfolge geordnet. Also wir haben einen Vers, ja, 2. Timotheus 3,16. Es gibt eine Reihenfolge, wie die Briefe geschrieben sind und aus welchem Grund sie so geschrieben sind. 2. Timotheus 3,16 sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, also zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also damit der Mensch vollkommen ist und das nicht im Sinn von Vollkommenheit, dass er ohne Sünde sein wird hier auf der Erde in diesem Leib, ja, sondern im Sinn von reif, damit er versteht, damit er geistig ist bzw. gefestigt im Glauben. Er muss verstehen, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist und dann versteht er, dass die Lehre, sagen wir, so geordnet ist. Ja. Der Römerbrief ist die Lehre. Die nächsten Briefe nach dem Römerbrief sind die Korinther. Diese zwei Briefe, 1. und 2. Korinther, sind Überführung. Denn Paulus überführt die Korinther, die Probleme im Fleisch gehabt haben. Der nächste Brief nach den Korinthern ist Zurechtweisung. Also wir haben Lehre, Römer,
Überführung, Korinther, und Zurechtweisung, Galater. Die Galater haben ein Problem im Kopf gehabt, im Glauben, weil sie zurück unter das Gesetz gegangen sind. Also Lehre, Überführung, Zurechtweisung. Und das ist das Grundlegende. Das ist, auf Serbisch würde man sagen, Temel, ja. Paulus nennt das Milch, leichte Nahrung. Das ist das Erste, das du lernst. Du kannst nicht anfangen, zuerst Epheser zu lernen bei Paulus, sondern du musst zuerst zum Anfang gehen. Das heißt, du musst zuerst den Römerbrief gehen, den gut lernen, dann schaust du Korinther, wo du Fehler machst. Du überprüfst dich selbst durch die Korinther. Und dann zur Rechtweisung, um zu schauen, wo du dich unter das Gesetz stellst. Dann geht es wieder los. Epheser, das ist tiefere Lehre. Das ist Fleisch. Das sind himmlische Regionen, Geheimnis und so weiter. Ja. Das sind diese Geheimnisse, die Paulus später offenbart wurden. Denn diese Briefe, Epheser, Philipper, Kolosser, sind nach Beendigung der Apostelgeschichte geschrieben worden. Also Apostelgeschichte 28, als Paulus im Gefängnis war. Weitere Berichte gibt es keine, aber wir wissen, dass Briefe nach dem geschrieben wurden. Das sind tiefere Geheimnisse, denn Paulus bekommt noch immer Informationen von Christus, was 2. Korinther 12 sagt. Also wir haben genauso auch hier Epheser, Lehre, Philipper, Überführung, Kolosser, Zurechtweisung, das Gleiche. Und dann haben wir die sogenannten pastoralen Briefe. Die Thessalonicher, aber bei ihnen gibt es keine Überführung und Zurechtweisung, weil die Thessalonicher sind nur eine Lehre über die Wiederkunft Jesus Christus. Denn nach der Wiederkunft von Jesus existiert keine Überführung und Zurechtweisung mehr. Dann haben wir nachher dann die pastoralen Briefe, 1. und 2. Timotheus, Titus und Philemon. Das können wir auch Lehre, Überführung und Zurechtweisung nennen, aber das sind mehr pastorale Briefe und mehr auf einer höheren Ebene. So sind die Bücher Paulus eingereiht und geordnet. Deswegen lernt man immer zuerst Römer, was wir auch sehen in Römer 16, 25 und 26. Und jetzt sehen wir, wie sie geordnet sind. Also Paulus' Brief an die Römer ist nicht zuerst geschrieben worden. Es war nicht der erste Brief. Als erstes wurde wahrscheinlich der Galaterbrief oder der Thessalonicher geschrieben. Aber es ist das grundlegende Buch für uns. Der Römerbrief ist für uns genauso wie der Hebräerbrief der grundlegende Brief für Israel, wenn die letzten Zeiten beginnen sein wird, ja, die große Drangsal. Sie lernen dort über Jesus Christus, dass er ihr Hohepriester ist, dass er ihr Messias ist, dass er ihr König ist und so weiter. Ja. Christus ist für uns kein Hohepriester. Er ist unser Haupt und wir sind sein Leib. Das ist ein Unterschied. Deswegen könnt ihr nicht in Hebräer gehen und eine Lehre für die heutige Zeit dort suchen. Ihr könnt Verse daraus ziehen schon, ja, die euch sehr nützlich sein werden. Über die Bibel, über Gott, über Beweise, dass Jesus Gott ist. In Hebräer und genauso in der ganzen Bibel. In der ganzen Bibel kann ich beweisen, dass Jesus Gott ist. In der ganzen Bibel kann ich beweisen, dass Gott vollkommen ist. Auch kann ich beweisen, dass in der ganzen Bibel den Unterschied zwischen Gut und Böse. Ich nutze die ganze Bibel, aber die Lehre, der ich folge, die mich festigen wird, ja, sind die Paulusbriefe. Das grundlegende Buch ist der Römerbrief, nochmal zur Wiederholung. Die nächste Frage, die wir beantworten müssen, ist, wer waren denn die Römer überhaupt? Der Brief an die Korinther und der Brief an die Galater. Paulus hat ihnen mündlich zuerst das gepredigt, was wir jetzt in Römer lesen. Er hat es ihnen mündlich gepredigt. Dann, als sie ein wenig vom Weg abgekommen sind, ja. Erst dann schreibt er ihnen die Briefe. So auch den Ephesern, genau das Gleiche. Allen hat er zuerst mündlich das Evangelium und die Lehre gepredigt, aber den Römern nicht. Der Römerbrief, das sind Gläubige, die vorher Gläubige wurden. Und dann schreibt er ihnen erst einen grundlegenden Brief, ja. Vorausgesetzt, dass die Römer schon Gläubige waren, als Paulus ihnen den Brief schreibt, woher wissen wir das? Wir sehen, dass die Mitarbeiter von Paulus vor ihm nach Rom gekommen sind. Priscilla, Aquila sehen wir in Römer 16,3, die eine Gemeinde in ihrem Haus hatten. Wir wissen, dass Priscilla und Aquila vor dem Schreiben des Römerbriefs mit Paulus 1,5 Jahre in Korinth waren und so weiter. Also kannten sie die Lehren von Paulus. Sie gründeten eine Gemeinde in Rom.
Also waren Gläubige dort. Wir wissen, dass die 12 Apostel Israel, also Petrus, Johannes, Jakobus und so weiter, nie in Rom waren. Paulus hat nie einen Grund gelegt auf jemand anderes Grund, was auch in Römer 15, 20 steht. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue. Das bezieht sich nicht darauf, dass er jetzt auf den Grund von Priscilla und Aquila baut. Die zwei predigten das Gleiche, was Paulus predigte, sondern auf anderen Gründen, beziehungsweise auf anderen Evangelien. Es gab mehr Evangelien zu der Zeit, es gab zwei. Eines, das Petrus gepredigt hat für das Volk Israel. Was passieren sollte, das passierte auch. Dann kam Paulus mit einer neuen Botschaft und er verkündet jetzt aber nicht den gleichen Menschen. Ja. In Apostelgeschichte 15 sehen wir, dass es diesen großen Konzil gegeben hat zwischen Paulus und Petrus und den anderen, damit sie sich untereinander ausmachen, wo Paulus hingehen wird und wo sie bleiben werden. Das sehen wir in Galater 7, dass es Paulus gegeben wurde, unter die Heiden zu gehen und Petrus ist es gegeben, mit den Beschnittenen zu bleiben. Aber nicht nur mit den Beschnittenen am Fleisch, sondern Beschnittene, die vor Paulus damals an Christus gläubig wurden. Die gläubig wurden an das Evangelium des Reiches und welche ins tausendjährige Reich gehen. Paulus geht jetzt in die Welt, also er geht jetzt in die Welt, ja. Ihm ist jetzt diese Aufgabe gegeben, in die Welt zu gehen und das Evangelium Christi zu verkündigen. Ungläubige Juden, die beschnitten sind am Fleisch. Aber das ist nichts mehr wert. Beschnittenheit am Fleisch bedeutet nichts mehr, so wie Paulus das öfter sagt. Die aber unbeschnitten sind am Geist, ja. Genau wie heute. Und er geht zu den Heiden natürlich auch, ja. Die Frage war, wer sind die Römer? Römer waren gemischte Gläubige, mehrheitlich Heiden und Juden. Und es waren mehrere Gemeinden in Rom, die sich in ihren Häusern gesammelt haben. Also haben wahrscheinlich einige Paulus Evangelium gekannt, einige haben es von wem anderen gehört. Vielleicht waren auch einige in Apostelgeschichte 2 zu Pfingsten, weil geschrieben steht, dass Römer dort waren. Vielleicht sie, man weiß es nicht genau, ja. Wir können nur durchs Wort sehen, dass Priscilla und Aquila dort sind, in Rom. Und Paulus schreibt ihnen jetzt einen grundlegenden Brief. Und er schreibt ihnen den Brief, weil die Gefahr besteht, dass sogenannte Häreser oder falsche Häreser sich einschleichen, so wie das auch in den galatischen Gemeinden passiert ist, nachdem Paulus weggegangen war, diese Judaisierer und so, ja. Paulus schreibt ihnen deshalb einen Brief als ihr Apostel. In Römer 11, 13 steht, denn zu euch, den Heiden, rede ich, weil ich Apostel der Heiden bin. Weil ich Apostel der Heiden bin, bringe ich meinen Dienst zu Ehren. Also wir wissen, dass Paulus der Apostel der Heiden ist und wir wissen, dass er ihnen einen Brief schreibt, weil er sie festigen will im Glauben. Das ist der Sinn oder der Grund, ja, dass er sie im Glauben festigt, damit sie von jemandem, der ihr Apostel ist, genau beschrieben bekommen, was die richtige Wahrheit ist. Wie Gott heute wirkt, was für heute ist und das sogar detailliert beschrieben, so wie wir den Römerbrief lesen. Das ist das, damit keine falschen Lehren passieren, die sich schon in solchen Gruppen Gläubiger von Paulus eingeschlichen haben. Nach ihm, wenn er weggegangen ist, kamen immer diese solche, ja, die sie unter das Gesetz stellen wollten und so weiter. In Römer 1,11 sagt Paulus zu ihnen, denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Entschuldigung. Was ist eine geistliche Gnadengabe, um sie zu stärken? Geistliche Gnadengabe, um sie zu stärken, ist dieser Brief. Der Brief wird sie stärken, festigen, ja. In Römer 15, 15 steht, das machte mir aber zum Teil umso mehr Mut, euch zu schreiben, Brüder, um euch wieder zu erinnern, aufgrund der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, dass ich ein Diener Jesu Christi für die Heiden sein soll, der priesterlich dient am Evangelium Gottes, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar werde, geheiligt durch den Heiligen Geist. Hier sehen wir, warum er ihnen schreibt, um sie zu erinnern, detailliert. Denn er kann nicht wissen, wie viel sie dort wissen oder verstehen. Und er weiß sehr gut, welche Gefahren bestehen wegen diesen Häresern, Judaisierern. Deswegen sagt er ihnen in Römer 16, 17, ich ermahne euch aber, ihr Brüder, gebt Acht auf die, welche Trennungen und Ärgernisse bewirken, im Widerspruch zu der Lehre, die ihr gelernt habt, und meidet sie. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Jesus Christus, sondern ihrem eigenen Bauch, und durch wohlklingende Reden und schöne Worte verführen sie die Herzen der Arglosen.
Also gibt es dort offensichtlich Gläubige, die arglos sind. Das bedeutet arm im Wissen, ja, auf die Art, die leicht zu verführen sind. Sie brauchen eine sehr gute Autorität, einen sehr guten Brief mit dem Siegel des Apostels Paulus, der ihr Apostel ist. Und am Ende sehen wir wieder Römer 16,25. Dem aber, der euch zu festigen vermag, laut meinem Evangelium. Und in 1,11 sehen wir wieder den Anfang der Festigung. Und wenn der Brief zu Ende geht, dann steht Festigung im Glaubensgehorsam. Das bedeutet, dass der Prozess der Festigung fertig ist am Ende. Also wenn ihr den Römerbrief versteht, seid ihr praktisch gefestigt in dem grundlegenden Wissen. Paulus schreibt allen in Rom, Geretteten und denjenigen, die sich erst retten werden, zukünftige Gläubige, und das ist sehr wichtig. Das nächste, das wir sagen müssen, ist, wie der Römerbrief eingeteilt ist. Ab Römer 1,1 bis 1,17 ist die Einleitung, also Einleitung und Gruß und so weiter, ja. Römer 1,18 bis 3,20, das ist die historische Lektion über die Sündhaftigkeit der Menschen. Und diese historische Lektion beginnt ab der Erschaffung der Welt, wie es geschrieben steht in Römer 1,20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Also ab Erschaffung der Welt wird es wahrgenommen. Und da geht jetzt eine historische Lektion der Sünde in der Menschheit von Anfang bis zur Dispensation der Gnade, ja? Geht dann durch mit denen. Also bis Apostelgeschichte 9. Am Ende sagt er natürlich in Römer 13, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. 3,23, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Warum haben sie gesündigt? Weil alle Sünder sind. Und das ist so eine Einleitung, und das ist sehr wichtig, wenn ihr jemandem das Evangelium verkündigt, dass sie ihm zuerst zeigt, dass er ein Sünder ist. Und dass er Strafe verdient und dass er den Preis für diese Sünden bezahlen muss. Deswegen ist es auch so geordnet. Die Reihenfolge ist für uns jetzt nicht so wichtig. Aber wenn du jemandem das Evangelium verkündigst, ist es sehr wichtig, dass er erkennt, dass er ein Sünder ist und dass sein Ende in der Hölle sein wird und wenn er sich nicht, wenn er sich nicht rettet, ja. Deswegen haben wir von Römer 1,19 bis Römer 3,20 das Wissen über die Sünde. Ab Römer 3,20 bis 5,21 ist das Evangelium Christi bzw. Errettung oder es heißt auch Evangelium der Gnade Gottes oder Evangelium der Unbeschnittenen. Das ist das, was Paulus verkündet und das ist ein Geheimnis. Also hier lernen wir Errettung, Gerechtfertigung und Erlösung. Das Geheimnis vom Kreuz, was vorher nicht bekannt war. Ja? Man wusste vorher nicht, wie die Menschen gerettet sind. Man wusste, dass sich die Menschen retten werden, aber man wusste nicht, wie sie sich retten werden. Und natürlich, wie wir heute gerechtfertigt sind, ja. David ist gerechtfertigt durch das Evangelium Christi. Alle sind gerechtfertigt durch das Evangelium Christi. Deswegen steht auch in Römer 2,16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Paulus betont, dass das sein Evangelium ist. Das ist dieses Evangelium Christi. Also sind alle am Ende, wenn alles fertig ist, sind alle entweder gerechtfertigt durch das Blut Jesu Christi oder sie sind nicht gerechtfertigt durch das Blut. Das Blut von Jesus Christus hat alles gerettet. Wir wissen es nicht, aber auch Adam, wenn er gerettet ist, hat das Blut Jesu Christi gerettet. David, Abraham, Moses und uns auch. Nur wussten sie nicht, wie das passieren wird, beziehungsweise was mit dem Kreuz passiert ist. Das wissen sie nicht. Es war ihnen verborgen, war ein Geheimnis. Und jetzt ist das offenbar. Uns ist offenbart, wie wir gerettet sind. Uns ist auch offenbart, wie sie gerettet sind. Weil wir wissen und weil Christus das ganze Werk für uns am Kreuz vollbracht hat, wissen wir, dass der Mensch durch Glauben gerettet wird. Denn wir haben durch das Alte Testament und durch die vier Evangelien gelernt, dass sich niemand durch Werke retten kann. Keiner. Aber das wusste man davor nicht. Vor dem Evangelium Paulus, beziehungsweise dem Evangelium Gottes, wusste man nicht, dass der Mensch durch Glauben gerettet wird, nur durch Glauben. Natürlich mussten sie mit Glauben ihre Werke beweisen. Deswegen sagt Jakobus, Glaube ohne Werke ist tot für sie. Jakobus schreibt Israel und den 12 Stämmen und deswegen müssen sie immer mit ihrem Glauben Werke zeigen. Aber uns, weil das Geheimnis offenbar geworden ist und wir wissen, dass uns Werke nicht retten können, retten wir uns nur durch Glauben.
Also ab Römer 3,20 bis 5,21 ist da Rettung, Gerechtfertigung, Erlösung. Das Geheimnis vom Kreuz und wie wir gerettet sind und so weiter. Ja. Die nächste Sektion ist ab Römer 6,1 bis 8,39, also Römer 6, 7 und 8. Hier lernen wir, was unsere Position in Christus ist. Also nachdem wir an die Errettung geglaubt haben in Römer 3 bis 5. Nachdem lernen wir, was wir heute sind. Ein neues Geschöpf. In Römer 6 lernen wir, dass wir tot sind für die Sünde. Das bedeutet, dass Gott uns jetzt als gerecht sieht, weil wir die Gerechtigkeit Christi auf uns überschrieben haben, bekommen haben. In Römer 7 lernen wir, dass wir tot sind für das Gesetz. Das bedeutet, dass das Gesetz keine Macht mehr über uns hat, um uns anzuklagen. Römer 6 ist verbunden mit Korinther. Sie hatten ein Problem mit fleischlichen Sünden. Sie waren nicht tot für die Sünde, beziehungsweise sie haben sich nicht so verhalten, dass sie tot für die Sünde sind. Ja? Wir sind schon tot für die Sünde. Unsere Position ist, dass wir tot sind für die Sünde. Weil Gott nicht mehr unsere Sünde sieht. Denn wenn Gott unsere Sünde sehen würde und sie uns anrechnen würde, dann würde sich keiner retten. Deshalb hat auch Christus alle Sünden für uns bezahlt. Alle. Römer 7 ist verbunden mit Galater. Denn sie sind zurück unter Gesetz gegangen und haben geglaubt, dass sie mit dem Ausführen des Gesetzes gerechtfertigt bleiben. Was unmöglich ist, natürlich. Du gehst zurück zu etwas, was dich verklagt und was dich verklagt hat und es wird dich dann wieder verklagen. Macht keinen Sinn. Das ist Römer 7, wo wir lernen, dass wir tot für das Gesetz sind. Also das ist eine Lehre, tot für das Gesetz. Römer 8 ist lebendig im Geist und jetzt können wir Frucht bringen in Gott. Das ist Römer 8. Erst jetzt, wenn du ein geretteter Mensch bist, kannst du, also wenn dein Geist lebt, wenn er lebendig geworden ist. Der Geist kann vor Gott nur lebendig werden, wenn du 100% gerecht bist. Weil Christus für uns gestorben und auferstanden ist, damit wir gerecht werden. Was in 2. Korinther 5,21 steht. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also weil Christus allein Gottes Gerechtigkeit hat, Vollkommenheit, vollkommen und sündlos, überschreibt er uns seine Gerechtigkeit, so wie wir natürlich unsere Sünden ihm überschrieben haben am Kreuz. Das passiert in dem Moment, als wir gläubig werden. Das ist ein Austausch. Römer 8, unser Geist ist jetzt lebendig. Und jetzt können wir Gott Frucht bringen. Deswegen sagt auch Epheser 2,8 so ähnlich. Ja? Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also ihr lernt, dass wir jetzt gerettet sind. Wie? Aus Gnade. Also haben wir geglaubt. Wir sind aus Gnade gerettet. Das ist eine Gabe Gottes bzw. ein Geschenk, nicht aus unseren Werken. Und dann steht im 10. Vers, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also damit wir in ihnen wandeln sollen. Also erst jetzt, wenn wir gerettet sind, können wir gute Werke bringen. Also wenn ein Mensch nicht gerettet ist, wenn er den Geist des Christus nicht in sich hat, den Heiligen Geist, kann er Gott keine Früchte bringen, wenn er nicht gerettet ist. Und gerettet kann er nicht sein, wenn er denkt, dass er sich mit seinen guten Werken rechtfertigt. Er kann dir zwar sagen, ich glaube an Jesus. Das ist Religion. Er sagt, dass er an Jesus glaubt, aber er glaubt, dass er vollkommen sein muss und dass er gute Werke tun muss, damit er gerettet bleibt. Der ist wahrscheinlich nicht gerettet, denn er hat offensichtlich das Evangelium Christi nicht verstanden. Er hat offensichtlich das Evangelium der Gnade Gottes nicht verstanden. Deswegen ist alles in der Bibel in einer Reihenfolge geschrieben. Nun müsst ihr das Wort recht teilen. Weiters, weil der Apostel Paulus unser Apostel ist, weil wir Heiden sind, Unreine, oder? Wir sind angeklagt, dass wir Sünder sind. Durch das Geheimnis erfahren wir, dass wir errettet sind durch Gnade aus Glaube. Deswegen ist der Brief so aufgebaut. Römer 1 und gleich am Anfang lehrt es dich, dass du ein Sünder bist. Und dann gibt es dir die Errettung. Und dann gibt es dir in Römer 6, 7 und 8 deine Position. Tod für die Sünde. Wenn du tot für die Sünde bist, verhalte dich auch so. Römer 7, du bist tot für das Gesetz. Wenn du tot für das Gesetz bist, stell dich nicht unter das Gesetz. Römer 8, jetzt bist du lebendig, lebendig für Gott. Dein Geist ist zum Leben erwacht. Und jetzt kannst du Früchte bringen. Und Früchte bringt man nicht so, indem man religiös wird und glaubt, weil ich gute Werke tue, dass jetzt Gott glücklich mit mir ist und so weiter.
sondern so, indem ich Christus verkünde. Deswegen sagt Paulus in 1. Korinther 2,2, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und das ist das, was zählt und der Sinn von allem. Das Verkünden des Evangeliums. Ein christliches Leben zu führen nach Gnade. Deswegen noch ein Vers, sehr wichtig, Kolosser 2,6 sagt, wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, wie haben wir ihn angenommen? Aus Gnade durch Glauben haben wir ihn angenommen. So wandelt auch in ihm. Wie soll ich dann wandeln, wenn ich gerettet bin? In Gnade durch Glauben, genau so. Ich wandle im Glauben und nicht nach dem Schauen. Ich werde nicht religiös und bin ein Gläubiger. Kolosser 3,1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus sitzt, sitzen zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist, denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn er sagt, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott, das bedeutet, das ist Römer 6. Du bist tot, tot für die Sünde, tot für das Gesetz, Römer 7. So leben die Ungläubigen. Epheser 2,1 sagt, zuerst auch euch, ja, die ihr einst tot wart, jetzt sind wir lebendig, unser Geist wurde lebendig gemacht, laut Römer 8. Die ihr tot wart durch Übertretungen der Sünde, in denen ihr einst gelebt habt und nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, also nach dem Geist Satans, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches unter Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Auch wenn der Mensch nicht gerettet ist, wenn der Mensch nicht gerettet ist, wenn er nicht glaubt dann an das Evangelium Jesu Christi, dass es vollkommen reicht, nochmal, ja, dass es vollkommen reicht, was Jesus Christus für euch am Kreuz getan hat, ist er nicht gerettet. Das ist das Wichtigste. Und nicht, dass euch jemand sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ja, aber an welchen Früchten? An den Früchten des Glaubens. Oder er glaubt an das wahre Evangelium. So, nicht Früchte, ich bin jetzt vollkommen, ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich schimpfe nicht, ich gehe nicht in Kaffeehäuser, Diskotheken und so weiter. Keine Ahnung, ja. Und deswegen denkt er, dass er, ja, ich gehe in die Kirche, gebe 10% und so weiter und er glaubt, dass er deswegen gerettet ist, ja. Das ist kein Zeichen für die Rettung, das sind deine Werke. Und alle unsere Werke sind wie schmutzige Gewänder vor Gott, sodass das keine Rettung ist. Christentum ist keine Religion, Christentum ist Glaube. Das ist Römer 8, lebendig im Geist, und jetzt können wir Gott Frucht bringen. Römer 9 bis 11 ist die Sektion bzw. Brief an die Römer für Israel. In Römer 9 lernen wir, dass Israel ein auserwähltes Volk ist. Römer 9 ist die Geschichte Israels. Römer 10 ist heutige Zeit Israels, also nicht heute, sondern diese Zeit, wenn Paulus den Brief schreibt. Denn Israel war noch immer vorhanden damals, eine kleine Herde, Petrus und so weiter. Ja. Und Römer 11 ist die Zukunft Israels. Also nochmal, Römer 9 ist, dass Israel das auserwählte Volk ist. Er lehrt sie es durch die Geschichte. In Römer 10 ist die Ablehnung Israels, was sie abgelehnt und nicht verstanden haben, als Jesus in den vier Evangelien gekommen ist. Sie haben nicht an ihren Messias geglaubt. Und Römer 11 ist über die kleine Herde, also der Rest in Petrus und die kleine Herde. Das sind nicht wir. Das ist das gläubige Israel oder Israel Gottes. Und es erklärt das dispensationalistische Bild des Olivenbaums, dass Gott nicht mehr durch Israel wirkt, sondern durch uns heute. Und wenn er fertig ist mit uns, beginnt er wieder durch das Volk Israel zu wirken. Was auch in Römer 11, 25 geschrieben steht. Was auch ein Geheimnis war damals zu dieser Zeit. Es war auch ein Geheimnis zu dieser Zeit, ja. Dass Israel gefallen ist und dass Gott es wieder aufrichten wird. Und das steht in Römer 11, 11. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollen? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Und jetzt? Die Heiden reizen Israel zur Eifersucht, aber nur während der Zeit der Apostelgeschichte, bis sie fertig war.
Also das ist ein Teil von 30 Jahren. Und in dieser Zeit sind geschrieben worden Römer, 1. und 2. Korinther, Galater, Thessalonicher, 2. Thessalonicher. Diese Briefe wurden geschrieben während der Zeit der Apostelgeschichte. Deswegen gibt es in diesen Briefen viele Sachen, die ihr richtig trennen müsst, die Paulus tut, aber nicht für heute sind. Paulus schert seinen Kopf als einen Bund. Paulus beschneidet Timotheus. Paulus hat Gaben. Paulus heilt. Paulus tauft mit Wasser noch immer. Ja? Deswegen, weil das langsam aufhört. Es hört langsam auf und mit dem Ende der Apostelgeschichte 28, wenn Paulus das dritte Mal die Juden ermahnt und sagt, dass er jetzt zu den Heiden geht, das dritte Mal. Alles in der Bibel gibt es dreimal, ja. Solche Sektierer abzulehnen nach dreimal. Dann die Lehre, also Lehre, Ermahnung zur Rechtweisung, dreimal. Zeugnis, dreimal und so weiter. Aber ja, Dreieinigkeit ist wichtig, ja. Also wenn er sagt in Römer 11, also sind sie gefallen und dann soll Paulus sie mit den Heiden zur Eifersucht reizen, damit sich mehr retten. Und in Römer 11, 25 steht, denn nicht ich meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen. Und das wird Jesus Christus sein, ja. Und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Also wenn Gott diese Dispensation der Gnade beendet, das war, was er heute mit den Heiden wirkt. Und heute sind alle Heiden, denn das heutige Israel ist auch ein heidnisches Israel. Es glaubt nicht an Jesus Christus, oder? Als Volk, ja. Wenn er fertig ist mit uns, wenn die Vollzahl der Heiden eingeht, dann wird Gott wieder das gläubige Israel aufleben lassen. So wie Petrus und die kleine Herde. Petrus, Jakobus, Johannes, welche in der Apostelgeschichte am Anfang waren. Er wird es wieder zum Leben bringen und es beginnt die große Drangsal bzw. Trübsal. Und diese Zeit wird 7 Jahre lang dauern und nach dieser Zeit werden ihre Sünden weggenommen werden und sie werden eingehen ins tausendjährige Reich auf der Erde, wo Israel wieder das Haupt sein wird und wo Israel wieder das Licht der Welt sein wird. So wie es im Alten Testament sein sollte. Aber natürlich, weil die Menschen Sünder sind, ist das nicht passiert. Aber es wird passieren mit ihrem Messias und König, den sie abgelehnt haben. Das lernen wir in Römer 19 und 11. Also der nächste Abschnitt ist Römer 12, 13, 14 und 15. Das sind praktische Instruktionen für einen Gläubigen, praktische Sachen. Römer 12, Verhalten. Wie sollten wir uns verhalten im Leib Christi? Römer 13 ist, wie wir uns verhalten sollten gegenüber Obrigkeiten und weltlichen Regierungen. Römer 14 ist, wie wir uns verhalten sollten gegenüber dem schwächeren Bruder, beziehungsweise die Lehre, starker und schwacher Bruder. Römer 15, Israel war noch immer da und wie sich, also ein kleiner Teil, und wie sich die Römer beziehungsweise die Heiden verhalten sollten gegenüber dieser kleinen Herde. Denn zu der Zeit waren sie noch aktiv und einige praktische Sachen. Sagt er noch, wo Paulus dann hingehen wird und was sein Reiseplan ist und so weiter. Ja. Und die siebte Sektion, das ist Römer 16. Das sind Grüße und Ermahnungen. Wir sehen, die letzte Ermahnung ist sehr wichtig über die Sektierer und am Ende von Römer 16 ist das große Gebot Gottes für die Festigung des Gläubigen. Das ist Römer 16, 25 und 26, die wir schon einige Male gelesen haben. Und das ist sehr wichtig, weil es am Ende des 26. Verses heißt, auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Also wenn ihr ein gefestigter Gläubiger sein wollt, ein gehorsamer Gläubiger, ein geistiger Gläubiger, müsst ihr die Reihenfolge kennen, wie man sich festigt. Als erstes Evangelium. Zuerst glaubst du an die Rettung. Zweitens lernst du aus den Briefen des Apostels Paulus, also durch Lehre, Überführung und Zurechtweisung, Milch. Und dann wieder Lehre, Überführung, Zurechtweisung, aber Fleisch, tiefe Lehre. Und dann das Kommen des Herrn Jesus Christus in Thessalonicher und die pastoralen Briefe für Lehrer und Pastoren. 1. Timotheus, 2. Timotheus, Titus und Philemon.
und die ganze Bibel und das, was in den prophetischen Schriften geschrieben steht. Das ist die Reihenfolge. Also wenn das Gebot Gottes für heute ist, zum Glaubensgehorsam allen Menschen heute, und das sind dann wirklich alle, denn heute gibt es keinen Unterschied mehr, dann sollte man auch so die Bibel lesen. Fangt dann in der Bibel ab Römer zu lesen, unbedingt. Die Bibel fängt man nicht mit Johannes an zu lesen oder mit Matthäus oder 1. Mose oder was weiß ich wo. Die Bibel hat eine Reihenfolge. Also wenn ich zu der Zeit Mose gelebt hätte, würde ich wahrscheinlich mit 1. Mose anfangen. Aber weil ich in der Heilszeit der Gnade, beziehungsweise der Dispensation der Gnade lebe, dann lese ich dieses Buch, welches für heute das erste ist. Und das ist der Römerbrief. Und es wäre gut, alleine aus der Bibel zu lernen. Sehr wichtig ist euer persönliches Lernen aus der Bibel. Alleine. Mir könnt ihr nicht das Wort glauben. Vielleicht liege ich irgendwo falsch. Aber wenn ich falsch liege, will ich, dass ihr mir das mit Versen beweist, dass ich falsch liege. Weil mich interessieren keine Meinungen, wie zum Beispiel, ja, mir gefällt dies und das hier gefällt mir nicht und so. Sowas interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessieren Verse. So schaue ich auch auf andere. Wenn ich irgendwelche Lehrer höre auf YouTube oder irgendwo, auf anderen Portalen oder wie das heißt, ja, interessiert mich nicht, wie er spricht, auf welche Weise, ob er sich schön ausdrückt oder mich interessiert nur die Lehre. Mich interessieren Verse und Erklärung der Verse. Also wenn ihr nicht klarkommt mit mir jetzt, zeigt mir wo Verse, wo ich was Falsches sage. Weil ich ja, bin nicht wichtig, ich bin keine Autorität. Nicht falsch verstehen. Aber ihr auch nicht. Mich interessiert deine Meinung nicht und auch nicht meine Meinung. Nicht einmal meine Meinung interessiert mich. Mich interessiert, was das Wort sagt, die Bibel. Bedeutet, ich will Buch, Kapitel, Vers und Kontext. Und das ist die einzige Autorität. Wenn ich richtig liege, super. Wenn ich falsch liege, auch super. Zeig's mir, ich werde mich ausbessern. Denn wir alle lernen noch, wir alle festigen uns im Glauben, der ein Prozess ist für das ganze Leben. Aber dieses Grundlegende, beziehungsweise der Grundstein der Festigung, beginnt mit dem Römerbrief. Das ist das Wichtigste. Diejenigen, die zum Beispiel Johannes als erstes lesen, die sagen, dass man zuerst Johannes lesen muss. Sie wissen offensichtlich nicht, was heute wichtig ist, was für die heutige Zeit ist. Deswegen sind sie selbst widersprüchlich und die meisten sind wahrscheinlich auch nicht gerettet. Ich meine, nur Gott weiß das aber. Denn du kannst offensichtlich nicht gerettet sein in den vier Evangelien. In den vier Evangelien gibt es keine Errettung für heute. Es gibt schon Errettung, aber für diese Zeit, damals, nicht für heute. Und Errettung war, folge mir und tue das Gesetz, sagt Jesus in Matthäus 19. Das ist keine Errettung für heute. Und es war kein Glaube an das Blut Christi. Und es war kein Glaube an Tod, Begräbnis und Auferstehung für alle unsere Sünden. Und es war nicht, ihr seid gerettet durch Gnade aus Glauben und nicht aus Werken. Dort war Glaube an mich, dass ich der Messias bin und höre, was ich dir sage. Und dann wirst du gerettet sein. Weil die vier Evangelien zur Zeit des Gesetzes geschrieben sind, ja. Und das sind auch menschliche Gedanken, wenn sie euch zum Beispiel sagen, ja, Neues Testament, ja, ihr habt dieses, ihr wisst, es gibt ja dieses Loch da zwischen dem Neuen und dem Alten Testament. Und dann steht Neues Testament und beginnt mit Matthäus. Das Neue Testament beginnt nicht mit Matthäus. Das Neue Testament beginnt mit dem Tod Jesu Christi. Denn damit das Testament in Kraft treten kann, muss derjenige, der das Erbe gibt, tot sein. Er muss sterben. Was auch steht in Hebräer 9,15, 16, 17 und 18. Und es steht glasklar, wenn das Neue Testament beginnt oder der neue Bund, ja, muss derjenige, der es gibt, sterben. Genauso beginnt auch das Alte Testament nicht in 1. Mose 1, sondern das Alte Testament beginnt in 2. Mose 19, von 2. Mose 19 bis 2. Mose 24. Das ist der Anfang des Alten Testaments, als Mose Blut vergossen hat und das Buch des Gesetzes damit besprengt hat. Ja? Und das war ein Bund, der alte Bund, den er geschlossen hat mit dem Volk Israel. So dass ja, die Leute Vorurteile haben und denken, aha, Neues Testament, das ist Matthäus, beginnt von Matthäus. Und dann lesen wir das von Matthäus weiter, dann die vier Evangelien und ja, als ob das für heute sein würde.
Heute kann kein einziger Mensch dem nachfolgen, was in den vier Evangelien geschrieben steht. Es ist unmöglich. Erstens hast du diese Gaben nicht. Zweitens, du bist nicht Israel und das, was am wichtigsten ist von allen, dass du heute kommst und dass du dort stehst zu der Zeit der vier Evangelien. Ja? Jesus würde sich mit dir nicht befassen, denn du bist ein Heide. Jesus ist gekommen, um Israel zu retten, zuerst Israel. Es gibt eine Reihenfolge. Wenn im Alten Testament Gott durch Israel wirkt, ja, Altes Testament, dann denke ich an Gesetz und Moses, Könige, David und so weiter. Ja. Gott wirkt durch Israel. Was glaubt ihr dann in den vier Evangelien, durch wen Gott wirkt? Durch Israel. Die Rettung für die Heiden und dass Gott durch Heiden wirkt, ist erst offenbar geworden mit dem Apostel Paulus. Deswegen heißt er ja auch Apostel der Heiden. Und Petrus und die anderen heißen Apostel der Beschnittenen. 12 Apostel, die 12 Stämme Israels richten werden. Die 12 Türen beschrieben werden mit ihren Namen. Wie viele Stämme gibt es in Israel? 12. Wem schreibt Jakobus in Jakobus 1,1? Jakobus 2,22 zitieren diese falschen Lehrer sehr, sehr gerne. Glaube ohne Werke ist tot und Jakobus 2,24 und so weiter. Seht ihr, dass der Mensch sich oft mit Werken, also auch mit Werken rechtfertigt und so weiter dort? Wem ist der Jakobusbrief geschrieben? An wen ist er adressiert? Jakobus 1,1. An die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Bist du Jude? Nein. Warum ziehst du dann eine Lehre aus dem Jakobusbrief? Für dich, heute. Das passiert, wenn der Mensch nicht gefestigt ist im Glauben. Und dann passieren auch alle möglichen Häresien. Deswegen habt ihr 40 verschiedene Denominationen im Christentum. Und dann am Ende sagen sie auch noch, komm, lass uns vereinen, ja, und so weiter. Warum soll ich mich mit denen vereinen, wenn sie keine Ahnung haben von gar nichts? Wie soll ich mich mit ihnen vereinen, wenn sie falsche Errettung lernen? Zweitens, falsche Lehren lernen. Und dann stellen sie dich unter das Gesetz, stellen dich unter 10% der zehnten Teil und so weiter. So, das war's heute für dieses Video. Danke euch fürs Zuhören. Gnade und Friede mit euch allen in Jesus Christus. Amen.